Guten Tag, heute zeige ich euch, auf was ihr beim Schleifen mit einer Maschine beachten müsst. Ich benutze einen Dremel 4000 mit einer biegsamen Welle. Dieser ist auf 5000 Umdrehungen eingestellt und als Schleifpapier habe ich eine 180er Körnung genommen. Nun schleife ich erstmal mit der gekörnten Seite. Man sieht, dass es nur die Oberfläche anschleift. Mit der Scheibe kommt man besser in die Kanten, wenn die Fläche davor eben ist. Ist die Fläche wie hier uneben, ist es nicht immer möglich, alle Ecken zu erreichen. Man kann das Schleifpapier bei Plastik auch als Trennscheibe misshandeln, ist aber nicht sehr ratsam, da dies das Schleifpapier nur unnötig zerstört. Ich habe es für euch aber trotzdem gemacht. Nun habe ich die Geschwindigkeit auf 20.000 Umdrehungen eingestellt. Wenn ich nun mit der gekörnten Seite auf das Plastik gehe und die Oberfläche anschleifen will, muss ich aufpassen, denn innerhalb von Sekunden schmilzt das Plastik und es entsteht eventuell ein Loch. Hier ist die Erhöhung im Griff weg. Daher solltet ihr beim Schleifen mit einer Maschine darauf achten, dass die Umdrehungszahl sehr gering ist. Am besten unter 10.000 Umdrehungen. In den Infos habe ich einen Link zu meinem Dremel bereitgestellt. Vielen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt. Über einen Daumen hoch und einen Klick auf Abonnieren würde ich mich sehr freuen.